Ab dem 18. Oktober muss sich Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Obmann, vor dem Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen mutmaßlicher falscher Zeugenaussage im Ibiza-U-Ausschuss verantworten. Ebenfalls angeklagt sind die Ex-ÖVP-Vizeparteichefin Bettina Glatz-Kremsner und der enge Vertraute von Kurz, der ehemalige Kabinettschef im Bundeskanzleramt Bernhard Bonelli. Es wird erwartet, dass der Prozess wesentlich länger andauert als ursprünglich angenommen, voraussichtlich mindestens bis Mitte November. Die ersten drei festgelegten Verhandlungstermine sind ausschließlich für den Vortrag der Anklage, den Repliken der Verteidiger und den Einvernahmen der Beschuldigten reserviert. Es wird auch darüber berichtet, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft die Befragung von mindestens 18 Zeugen beantragt hat und es könnten weitere hinzukommen, wenn der Richter das für erforderlich hält. Nach dem 23. Oktober, dem bisher letzten offiziell bestätigten Verhandlungstermin, wird es definitiv mehrere weitere Prozesstage geben. Die Anzahl und der Beginn der Zeugenbefragungen sind derzeit noch unklar. Auf der Zeugenliste der WKSCA befinden sich mehrere prominente Namen, darunter die ehemalige ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger und Gernot Blümel, der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sowie diverse Industrielle und Funktionäre. Den Angeklagten wird vorgeworfen, vor allem im Zusammenhang mit der Gründung der ÖBAG und der Besetzung von Vorstand und Aufsichtsrat dieser Gesellschaft falsch ausgesagt zu haben. Alle weisen die Vorwürfe zurück und betonen ihre Unschuld. Kurz äußert bereits seine Freude darüber, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt, wie er sagt, und bezeichnet die Anschuldigungen als unbegründet. Das öffentliche Interesse an diesem Prozess ist beachtlich. Über 50 Anfragen von Medienvertretern aus dem In- und Ausland sind bereits beim Gericht eingegangen, alle mit dem Wunsch nach einem Platz im Gerichtssaal. Es könnte eng werden, wenn die Nachfrage so hoch bleibt.